Pitbull ist auch noch, ja. Scheiße, hässlich und dumm, Alter. Trimax, was los? Da bist du ja, ich hab dich schon gesucht. Wenn ich jetzt diese... Oh, da ist einer. Geil. Wow! Was? Ich war weit... Da waren halt zwei! Oh Mann. Wow! Was? Das ist nicht passiert! Das ist nicht passiert! Das ist nicht passiert! Spark! Kannst du mein Zeug safen, bitte? Bitte! Kannst du mir so schreien, mein Trommelfell? Ja, aber habt ihr den Tinnitus auch immer noch? Das tut mir so leid! Hallo? Junge. Bitte, Spark, du weißt, wo die Creeper war. Kann bitte irgendeiner mir helfen? Wo ist die? Ich weiß ich habe keinen Bogen, ja. Ich habe einen, ich weiß nicht, wo die Farm ist. Warte. Ja, das Zeug sprudelt da alles rum und mein Zeug liegt auf. Es ist so, oh nein, Alter, wie konnte das passieren, Mann? Das ist der peinlichste Clip überhaupt. Das darf nie an die Öffentlichkeit kommen. Koordinaten, sich gerecht an dir. Koordinaten minus 700 und minus. Basti, ich sehe deine Farm von hier. Ich kann von meiner Base deine Farm auch sehen. Kannst du bitte alles irgendwie aufsammeln? Das ist scheiße. Wir können ja, aber was zahlst du dafür? Zwar können wir danach verhandeln. Ich mach alles, was du willst. Bitte! Alles, was du willst. Bitte! Oh nein! Du musst mir. Das war so dumm! Ja, okay, dann nehme ich mir das auch für einen Gefallen. Ganz einfach. Zum Glück ist mein Chat zu blöd zum Klippen. Boah, same, die können das leider nicht. Voll Idioten, ich hasse die. Moment, wieder nicht gemutet. Für meinen Chat muten ist auch krass, einfach nur mit euch reden ohne Chat. Das ist einfach, Alter. Das ist auch strong. Das kann man machen, warum nicht? Ja. Warte, guck mal hier, jetzt, Moment. Ich hab alles verloren. Ja, aber oh, du weißt schon, dass man dich, dass wenn dein Chat gleichzeitig einen anderen Stream offen hat, ne? Wie jetzt? Scheiße, Mann. Scheiße, es gibt einen Clip dazu, ich muss mich muten. Spark, wie sieht's aus? Ja, irgendwie liegt hier nichts mehr. Ist das gespawnt? Entweder oben oder es ist halt runtergefallen, unter der Farm. Ich hab schon geguckt, oben und unten, ich sehe aber nichts. Das kann ja nicht die Spawn sein, das ist gerade passiert und der Chunk ist nicht geladen. Könnte das vielleicht durch so einen, durch einen der Löschalgorithmen gelöscht worden sein, wisst ihr? Weil zu viele Items da lagen? Gibt es so einen? Ja. Weiß ich nicht, ich hab. Kann sein, dass wenn wir Lag haben, automatisch Item-Floor-Items clearen. Ist das dein Scheiß Ernst, Spark? Ich glaube aber, die Items müssen eine gewisse Zeit lang alt sein. Soweit ich das gehört heißt das, ich muss mich jetzt von vorne equippen? Das kann gut sein, ja. Oh je, warte mal. Also ich bin bei deiner Farm. Ich glaube, das war das, wo ich geguckt hatte. Ich hab leider keine mehr. Und die ist explodiert. Ist es durch eine Creeper-Explosion zerstört? Oh, was ist, wenn noch ein Creeper explodiert ist und dann ist kaputt? Oh. Ich weiß es nicht. Ich bin ja in meinem Kopf. Mann, jetzt hat die Farm so gut funktioniert und dieser Aufzug. Ey, da habt ihr den Clip jetzt gesehen? Ihr habt den Clip genommen. Nicht gesehen, oder? Ich schicke euch den Clip mal. Vielleicht waren es zwei Creeper. Der zweite hat alles weggesprengt, das ergibt Sinn, ja. Das ist ein scheiß Ernst, ey. Das ist der dümmste Tod, den ich je hatte. Guckt's euch an. Das ist der dümmste Tod, den ich je hatte. Vor allem davor noch das Totem an Fallschaden verloren. Alter. Totem gepoppt und Creeper explodiert direkt. Nein. Das Totem habe ich an Fallschaden kurz davor verloren. Ich habe keine Lust mehr, Mann. Ich quitte. Was soll das? Wie kann man so viel Pech haben? Ich beschwere mich, dass diese Creeper-Farm nicht funktioniert. Dann bringe ich sie zum Laufen. Was mache ich denn jetzt?
leg mich ins Bett und weine. Neustarten! Vielleicht verkauft der Sparker die Sachen, die du brauchst. Ey, du willst doch nicht Craftech aufgeben, weil du einmal gestorben bist, oder wie? Nicht, weil ich tot, weil ich alles verloren hab! Ja, gibt's Schlimmeres. Was fürs Ich muss von vorne anfangen! Bei null! Nee, weil du kannst die Sachen ja kaufen. Was hier jeder verkauft ein bisschen, was jetzt mit dem Shopping-Distrikt. Es verkauft keiner Netherite-Rüstung. What the fuck? Dankeschön für dein Follow. Ja. Was für Fuchsle? Die verkauft keine Netherite-Rüstung. Aber die verkauft Netherite-Ingots. Ja, Ingots. Echt? Ja. Nee, den Shop boykottiere ich. Ja gut, ist deine Entscheidung. Der hat keine 4-Sterne-Bewertung. Oh. Stimmt, der hat 5. Nee. Basti vertraut mit dem Craft Attack TripAdvisor. Toll, was mache ich denn jetzt? Gibt's irgendjemand, der mir helfen kann? Ich bin so... Ich habe selbst nicht mal Netherite, ich kann auch mit dir rum. Ja, same. Ich habe so Zeit-Struggles, weil ich auch noch einen Job habe zusätzlich. Boah. Ich boykottiere die Netherite-Spieler. Schon letzte Season habe ich auch kein Netherite gemacht. Dieses werde ich auch wieder keins machen. Ich hatte das gehabt und bin direkt danach gestorben. Ja, voilala. Nee, die Rüstung ist stark genug. Nee, nee. Ja, und eine Elytra habe ich auch verloren. Ich bin einfach ins Void gefallen direkt. Ja, same. Die Rüstung ist OG, aber auch Elytra verkauft Fuchsel auch. Nee, den Shop boykottiere ich. Hä? Ja, Netherite-Rüstung hat halt den Vorteil, wenn man Lava fällt. Ich habe immer Angst vor Lava und mit Netherite habe ich weniger Angst vor Lava. Okay, I get it. Dann würde ich aber eher meine Tools saven wollen, als meine Rüstung. Ja, die kommen immer als Erster, ja. Allein wegen der Durability. Hast du in dem Shop alle Raketen runtergedreht, weil Fuchs ist? Was bist du da gerade geflogen? War da wirklich gar nichts? Nee. Das ist wirklich kacke. Ja, drei full enchanted Elytras im Angebot. Ja, yeah, die hat richtig krasse Angebote. Sehr, sehr gut. Oh, dass die Netherite Ingots verkaufen sich auch. Da hat einer 4 Netherite Ingots gekauft für 2 Stacks Dias. Boah. Ist halt Krampf zu farmen, ne? Ja. Aber Dias auch. Aber Netherite mehr. Hab noch Dias sagen. Ah, geil, Debitor hat es sein. Ich hätte aber gerne Netherite sagen, Mann. Zumindest ein paar. Plus Elytra. Oh! Elytra wäre mega. Tell Debitor. Das ist geil. Kann ich mir die Elytra leihen? Lass dich, aber eine zu verleihen, ansonsten noch. Bin hinter dir. Warte. Hey, irgendwas hat mir gerade Damage gemacht. Alarm. Wo bist du? Ja. Okay, auch nochmal gefunden beim Kampf gegen. Dankeschön. Hast du noch Raketen, dass ich wenigstens nachgucken kann, weil wenn du nicht richtig geguckt hast oder so. Mann, ey. Oh oh. Latest Death. Ach, das haut, das tut weh wirklich. Das tut so weh, Mann. Oh je, Dach ist krass. Der Chat ist wild. Ey Leute, noch 500 Follower, dann sind wir bei 90.000. Hast du den Clip gesehen, Spark? Ich klicke keine Links. Und wenn ich dir einen Discord schicke?
Das ist egal, aber du hast doch eh gesagt, den soll keiner sehen. Ja. Ist doch gut, wenn ich den nicht sehe, oder? Es liegt wirklich nichts mehr da, Alter. Vielleicht da unten. Das gibt's nicht, Mann. Es ist hier nichts! Aber du, Spark, du warst doch innerhalb von 5 Minuten da. Oh mein Gott, da ist eine Kiste. Spark, wenn du das Zeug gefunden hast und in eine Kiste gepackt hast, dann hast du auch meine Rüstung. Hä? Spark, da steht eine Kiste mit einem Buch, Soul Sand, Spider Eye. Spark. Ja? Spark, du hast mein Zeug. Spark? Hä? Ich glaube nicht. Nein. Spark? Jetzt kriege ich schon wieder was angedroht hier. Ich glaube nicht, dass Spark. Und Spark, du hast mir meine Elytra zurück. Du, nein, Spark, du hast mir meine Elytra. Du nimmst mich hops, du führst mich an der Nase rum. Spark! Du hast mir meine Elytra zurückgegeben. Sicher? Ja, weil die so heißt, wie sie Kroko benannt hat. Okay. Ja, wo ist mein anderes Zeug? Was muss ich tun, um das andere Zeug zu bekommen? Den Fuchses Shop einkaufen. Nein, das werde ich nicht tun. Du hast das Zeug, Spark. Ich hab's nicht. Ich weiß, dass du es hast. Du hast es. Du würdest niemals nur den Trash. Es bleibt auch niemals nur der Trash übrig. Du trollst richtig hart rein. Nein, ich troll nicht. Ich hab dein Equipment nicht mehr. Punkt. Spark, ich glaub dir das nicht. Ich glaub es dir nicht. Ich geb dir Brief und Siegel drauf. Ich hab dein Equipment nicht mehr. Okay, pass auf. Wenn du das. Du hast es. Wem hast du es gegeben? Du hast es in Fuchsels Shop gepackt, dass ich es dort einkaufen kann. Ja. Nein! Ist das dein Scheiß Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst? Ich muss jetzt in Shopping District zurück. Ist das dein Scheiß Ernst? Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Spark! Ich hab's schon gekauft, Basti. Ist das dein Scheiß? Für wie viel? Hast du? Ein Stack Dias. Das ist nicht dein Ernst, das ist nicht dein Ernst. Ja, doch, klar. Ich jag euch alle in die Luft. Eine ganze Netherite-Rüstung mit Ausrüstung. Hä, das ist voll der gute Deal. Der kostet mal ein Stack Dias. Du hast das Ding da reingepackt! Du bin direkt gekauft. Das ist Taylor. Oh nein, was will Trimax jetzt? Ja, komm, talk. Scheiße, Mann. Hat das jetzt Trimax gekauft? Nein. Hat der was damit zu tun? Nee. Du bekommst doch deine Subs, oder? Nein, der hat schon 20 Subs dagelassen. Er hat's jetzt gerade vergessen, soll ich sagen. Komm zu deiner Base. Dann lass das abhaken, danach können wir in den Fuchses-Shop einkaufen. Warte kurz, ich klär kurz mit Trimax. Der Dumme ist auch noch, ja. Scheiße, hässlich und dumm, Alter. Trimax, was los? Da bist du ja, ich hab dich schon gesucht. Was soll das jetzt? Willkommen. Ist das jetzt euer Scheiß-Ernst? Ich hab... Ich hab... Nein, Mann. Du Schwanz. Das ist Karma für gestern. Was hab ich gemacht? Du hast sie befreit. Ich hab sie... Wen hab ich befreit? Du wirst gewaterboardet, du kannst nicht reden. Oh mein Gott. Warum aufpassen? Du darfst nicht vergessen, wenn er stirbt, er bleibt trotzdem noch am Leben. Man kann das... Schau. Nein. Nicht. Was mache ich jetzt? Ich töte. Okay. Du kannst jetzt da rausbauen, das dauert 6 Minuten, aber während du das machst, geben wir dir Spinnenweben und Wasser. Und dann bricht das ab. Oh nein! Das genießt du jetzt, Trimax, ne? Außerdem werden wir alle deinen Pimmel saugen, oder, Jungs? Nein, hä? Sorry, what the fuck. Das war nicht der Plan. Du hast KSS nicht gezahlt. Achso, ich dachte. Das ist eine Strafe. Ich habe eigentlich gerade was anderes zu tun. Können wir das später machen? Ja, sicher doch. Was hast du denn gerade zu tun? Ich brauche mein Zeug wieder. Spark hat mich hart getrollt. Ach, du bist gerade gestorben. Ganz kurz. KSS Challenge bezahlen. Warte, du liest das nächste Schild auch noch vor. Warte. Ich bin leider nicht pflichtig, Mann. Wir machen ein Video,
Wir haben dich jetzt festgenommen und du musst alles immer vorlesen, was wir schreiben fürs Erpresservideo. Also Spark hat dich getrollt, du hast alles verloren, dann bist du hier und jetzt wirst du gecaged und der Loot despawned. Das ist ja super. Nein, nein. Oh nee, können wir das wirklich bitte verschieben auf morgen oder so? Wir haben Doppelkisten Obsidian, dass wir das um dich herummauen. Ja, das ist ja in Ordnung. Du musst richtig dicken Schädel haben. Aber ich kann gerade nicht. Und gleich werden wir alle nur deine Eier in den Mund nehmen, oder Jungs? Nein, das machen wir nicht. Okay, dann nicht, egal. Sorry. Okay, aber wenn du jetzt einen Block abbaust, das dauert ja nur 6 Minuten. Ja. Ja, okay, dann. Dann bauen wir kein zusätzliches Obsidian, wir gehen jetzt einfach, okay? Okay. Und dann werden wir dir einen runterholen. Nein, das ist ein Tier-Rewe. Okay. Basti, schuld ich dir noch Subgifts? Nein, Trimix, das hast du gestern schon gemacht. Und dann schneiden wir den Umschalt-Dildo dir um. Und dann musst du uns mit Zunge küssen. Wir peggen dich. Nein, so eine Scheiße. Nein. Nee, du musst uns peggen. Wir haben dich nur in Minecraft eingebaut mit Obsidian. Ich weiß nicht, was die da für eine Scheiße labern. Und wenn du da raus bist, musst du mich in den Arsch ficken. Was für eine Scheiße. Nein. Gib nur mal Revi. Dann bist du frei. Okay. Ja, aber du kannst es, wenn du willst. Okay, nur so okay. Weit. Okay. Oder Admin! Spark! Admin, Basti ärgert uns! Ich wollte Spark schreiben, aber ich gehe in Gemo 3. Basti ärgert uns! Der ist die ganze Zeit in seiner Base eingesperrt. Also, das ist schon ziemlich witzig, ihr habt ihn in seinem eigenen Kopf eingesperrt. Oh nein! Ich bin da auch eingesperrt in meinem eigenen Kopf! Also, ich glaube. Jetzt töten wir Spark! Spark, wir töten dich! Ist okay? Oh, shit! Oh. Ich hab mit dem Schweinenacken geschlagen, wie geil. Mit Schweinenacken. Ey, guck mal, Jungs, was ist der Versuch hier drin? Versucht er freizukommen? Der wichst. Der ist am Wichsen. Warum wichsen der da drin? Und weiter wichsen. Was machst du da? Was machst du da drin? Ich gönne es dir so, Trimax. Er ärgert uns, Spark. Genau. Spark, jetzt stirbst du als Nächster. Wir sind nämlich im Trollmodus. Boah, gar kein Bock. Basti hat leider gerade doppeltes. Spark, wir töten dich und weg nicht ab. Und wenn wir mit Basti fertig sind, Spark, musst du uns alle mit Zunge küssen, oder Jungs? Nein, das ist er nicht. Okay, gut. Aber er kann, wenn er will. Das ist Teil des Pranks. Wie heißt die Base hier? Sexbase, Spark. Lies das Schild vor, Spark. Spark, hol die Route der Züchtigung, los. Oh ja, hol die Route der Züchtigung. Oh, hol die Route der Züchtigung. Und Spark, dein Lederkostüm. Spark. Basti ärgert voll. Hör auf, Basti, nicht das abbauen. Basti, jetzt mit der Faust kannst du es vergessen, ne? Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich habe nichts. Mit der Faust? Nimm deinen Kopf und schlag damit ab. Nimm den Kopf, das könnte klappen. Ich find's auch geil, dass ihr Basti Zeug mit Subs angelockt habt. Und dann Nein. Ich war sowieso auf dem Weg in meine Base. Guck mal, Spark, was auf deinem Schild steht. Nimm mal deinen Kopf in die Hand, geht das? Ja, guck mal, ich kann sogar Bau mit deinem Kopf an, bau mit deinem Kopf. Ich zieh meinen Kopf auf, guck. Ja, okay, das ist geil, aber bau mit deinem Kopf ab. Warte. Du bist so krank. Okay, was machen wir jetzt? Spark, er hört nicht auf. Spark, er ärgert die ganze Zeit. Ich glaube, die Ecke da hinten tut dir echt nicht gut, Max. Ja, ne? Was macht der da? Dreh dich doch mal um, Basti. Er hat's gleich. Okay, lass ihn mal wirklich. Lass ihn mal hier lassen und gehen einfach. Okay. Ja, ciao. War schön mit euch. Ciao. Okay, tschüss. Raus aus meinem Kopf. Oh, ja, bin raus. Okay, das sage ich auch immer bei meiner Therapie. Du stirbst als nächster, Spark, ob du willst oder nicht. Kannst du auf den Discord schreiben, wie du willst. Scheint ja nicht zu helfen. Ich schreibe ja auch die ganze Zeit in Discord und wurde halt 10-mal getötet, obwohl ich es nicht will. Spark, okay, der Server hat keine Regeln mehr. Jetzt gehört uns der Server. Wir lassen das Thema und dafür schiebe ich die Karotte rein. So. Gut so. Oh, geil. Okay. Wollen wir jetzt Debitor helfen? Ja, jetzt müssen wir Debitor helfen. Boah, wir helfen so vielen Leuten heute, Max. Basti, wie fandest du unsere Hilfe von 1 bis 10? Ich hab ein paar Follower dazu gekriegt, danke. Okay, geil. Let's go. War nice. Oder wollen wir Mo helfen? Oh, Mo ist da, perfekt. Vielen Dank für eure Hilfe auf jeden Fall. Wann spielt Mo 20 Uhr? Der ist doch hart betrunken gerade, oder? Lass da hingehen, komm, wir fliegen alle dahin. Wer war das jetzt? Ciao. 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 Basti. Der hat diesen großen Statue noch bei GAG. Hier hinten irgendwo. Junge, Alter, wie viele...
Ich bin Bro, der was? Drymax hat Shoutout gemacht. Was? Voll der Chaot geworden hier. Alter, wir machen... Am Anfang waren sie alle so... Junge! Ich kann nicht 3 Monate AFK-Farm bauen. Wir machen die 90k voll. Ach so, okay. Junge, Max, danke für den Shoutout. Spark, lass sie bitte hier drin. Guck mal, wir machen, weil Nurex ist so ein Psycho, hör mal zu, Nurex ist so ein Psycho, der würde jetzt da Wasser reinmachen und noch einen Guardian des beschissenen Abbaus dazu holen und ihn richtig dick zubauen, dass er 10 Stunden braucht. What the fuck? Ja, das ist abgefuckt. Aber Basti, du machst mir gerade die 90k Follower voll, Max. Guck, das ist doch geil. Junge! Aber jetzt muss er sich selber da rausbauen und darfst du auch keine Pickaxe geben. Du musst weg. Das raushauen, also das, ich kann ja mal kurz googeln, wie lange das dauert. Das dauert über eine Stunde, wenn der... Das dauert nicht über eine Stunde mit Faust, dauert nicht. Ich guck mal kurz. Ich glaube, ein Obsidian-Block dauert 16 Minuten und ich glaube, das schafft er. Guck mal. Ey, danke für deinen Sub. Es hat einer gesubbt einfach. Hä? Wie lange dauert das? 4 Minuten, Bro, Spark. Ah, okay. Junge, ja, danke für dein Prime-Sub. Nee, 4 Minuten kann er machen. Vielen Dank. Alter, ich hab 600 Zuschauer. Das ist das Höchste, was ich seit meinem Twitch-Comeback hab. Ja, ja. Komm. Okay, Alter. Storm interrupted, ab jetzt 4 Minuten. Okay, let's go. Wir müssen zu den anderen. Hast du noch Raketen für mich parat? Ich hätte theoretisch ein paar Raketen, ja. Was passiert hier? Gib dir die Hälfte von meinen, die ich hab. Geil. Alright, dann Alter, du Revi fliegen. Danke, Trimax, ne, dass du mich eingebaut hast. Vielen Dank für den Troll. Guck, Spark, klappt doch. Ja, ja, das ist aber auch gut. Es dauert keine Stunde, es dauert nur 60 Minuten. Wo muss ich hin? Alter! Mo in die Richtung. Ich raste aus! Ich hab die 90.000 Follower, Spark. Ja, das ist ja geil. Ja, warte, nein, 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 Logo, nein, nein. 90.000! Ja, Glückwunsch. Und alles, was du dafür machen musst, ist dich hier von den ganzen belästigen lassen zu lassen. Jetzt kommen noch Subs rein, Spark! Ich raste aus! Da steht oh nein, wie schlimm, das ist ja voll dramatisch. Ich wurde so hops genommen. Ja, in dem Fall müssen wir dich noch länger foltern, wenn das da so gut läuft bei dir. Oh mein Gott, das ist freaky, Spark. Oh nein. Ich kann gar nicht alle vorlesen. Pietzboy, danke an alle. Junge, wir haben 754 Zuschauer. Wir sind am Spektaten hier. Na, Logo, hast du mitbekommen, Alter. Wie geht's ab? Ja, ja, die waren vorher bei Elina. Ich dachte schon, da geht das Felika-Treatment los, aber das hat ja jetzt Basti hier kassiert. Alter. Ja. Ich hab 150 Subs. Ich hab. Oh mein Gott, Alter. Ich hab Stange der Züchtigung gehört. Es war wieder ein ganz wilder Arc hier. Creamy, danke schön für deinen Sub. Creamy, danke für deinen Tier 1 Sub. Ja, das ist tatsächlich sogar ein Unique Item von Basti in Elements. Bro. Und ja, ursprünglich das war im ledernen Basti. Entstanden. Ja, Basti, magst du die Geschichte erzählen? Was für eine Geschichte soll ich erzählen? Ich baue mal nebenbei das ab. Ja, genau, du kannst ja bauen und nebenbei die Route der Züchtigung erzählen. Also, ich habe in Craft Attack 3, meinem allerersten Craft Attack, habe ich einen Club aufgemacht. Das hieß der Lederne Basti. Und der hatte hinter dem Kneipenroom ein Etablissement und sogar einen Darkroom-Keller. Und Spark hat dann plötzlich die Route der Züchtigung ausgepackt und mich damit verprügelt in Lederrüstung. Kommst du dann auf Glas-Logo? Ja, ich glaube, du hast die Geschichte mir gestern gesagt. Nee, Fuchs. Vielleicht, ja. Aber ja, nicht. Dankeschön für die 5 verschenkten Subs, Gumbel. Ich weiß nicht, dass jeder mal da ist, aber hat er gerade gepasst. Ich kann die auch gar nicht alle vorlesen. Ja, Ellie, Kirill, halt Geldwurschtbrot, Zwirbeli. Wir haben 157 Subs. Warum musst du das jetzt mit Hand abbauen? Nochmal 5! Weil das eine Quest ist. Sind das jetzt nochmal 5? Ach so. Icos MVP, dankeschön für nochmal 5. Ja, und KSS, weißt du auch, was das heißt? Ich glaube, es hat Revi drauf geschrieben oder Noriax. Ja, Bro, du, Alter, KSS bin ich wirklich nicht pflichtig, Mann. Weil, so wie die Nase eines Mannes, so auch sein.
Richtig. Logo. Also zahlst du keine KSS? Ich zahl keine KSS. Na, ich würde einfach sagen, Pinocchio war eine Legende. Juigo, dankeschön für dein Tier One Sub. Grüße gehen raus, Alter. Holy shit, ey. Danke, dass ihr da vorbeigekommen seid. 250 Sekunden. Und danke an alle, die hier, also ihr seid ja rübergekommen, die haben mich ja richtig hart hops genommen. Ihr wart richtig korrekt und richtig cool drauf. Also hier, Alter, nochmal danke an 5 Subs. Torrent Day, vielen lieben Dank, Mann. Was passiert hier? Milarilla hat auch gesubbt. Was passiert hier? Sobald du raus bist, kannst du ja mit Max andere Mobben gehen. Bro, ich hab, bevor ich hier gelandet bin, all mein Zeug verloren. Ich wurde gerade von Spark geprankt. Das passt mir ja eigentlich terminlich gar nicht rein, aber ey, danke, Cheffe, für dein Prime-Sub. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich hab Hype Train Level 7. Aber gut, ich glaube, Hype Train Level 8 war mein Rekord. Glaube ich. Weiß ich gerade nicht safe. Bevor die Main Quest gleich weitermachen kann. Junge, Alter, was ist hier gerade passiert, Spark? Ich komme da drauf gar nicht klar. Keine Ahnung. Wie lange muss ich denn das noch abbauen? Ich habe nicht gestoppt. Hast du wenigstens den Klick eingeloggt? Nein, ich bin Maustaste gedrückt, halte ich. Okay. Sonst hättest du den Klick einloggen können. Ey, die rasten hier komplett aus, Spark. Ich habe sowas noch nie erlebt hier auf Twitch. Ja, lass doch rasten, genieße es. Natürlich, ich hatte das noch nie. Das ist crazy. Das passiert manchmal ganz wild. Das ist wie so, naja, wie soll ich sagen, wie wenn Piranha irgendwo so einen Tropfen Blut geleckt hat, dann kommt die ganze Meute und... Danke für den verschenkten Sub, Creamy. Ich habe gerade jetzt innerhalb von ein paar Minuten über 500 Follower gemacht. Das ist heftig. Aus dem Nichts. Ja. Noch 10.000 Spark, dann habe ich die 100.000 auf Twitch. Das ist strong. Ihr müsst immer bedenken, die ganze Action, das ist trotzdem mal positiv für einen, auch wenn man halt im Obsidian-Kasten eingesperrt wird und KSS-Steuer zahlen soll. Dankeschön nochmal an den verschenkten Subtopalik. Grüße gehen raus. Danke an die ganzen Follower. Ach ja, Basti, die Leute haben gesagt, du hättest auch einfach den Boden vielleicht abbauen können, ne? Warum? Weil das nicht so lange dauert. Ach, das ist auch Obsidian. Okay. Er zahlt KSS. Oh mein Gott, Alter. Ich bin fix und fertig, ey. Die Zeit vom Abbauen kam mir jetzt auch gar nicht so lang vor. Na klar, du hattest ja Spaß bei dir. Zeit ist ja auch immer nur gefühlt. Ey, aber jetzt nach so einem hohen Gefühl, nach so einem Hoch, ich hätte gern mein Zeug wieder, Spark. Du hast mich meines Zeugs beraubt. Nein, gar nicht. Das ist bei Fuchsel im Shop. Ist das wirklich da im Shop? Ist das wirklich im Shop, Alter, Spark? Ja, ja. Du hast nicht ernsthaft mein Zeug gesaved und verkaufst es jetzt bei Fuchsel im Shop? Krug, Proximity, Gruppe, der Chat hier ist Mist. Alter. Schau mal WhatsApp. Warte, ich schau mal WhatsApp. Bro. Spark, Mann. Achso, Gruppe, Basti. Du hast nicht ernsthaft? Wo hast du es hin? Basti, ist das dein Scheiß-Ernst? Ja. Spark, ist das dein Scheiß-Ernst? Willst du es zurückkaufen? Ja. Ich kann dir einen Kredit geben. Also das Problem ist halt, du kannst halt nicht hier nichts klauen. Das wäre gegen die Shop-Regeln, ne? Das Ding ist aber, Spark, ich werde... Also, das nicht an Fuchsel zahlen, sondern an dich. Boah, das ist echt ein super Deal für 64 Deals. Du hast jetzt mein Zeug gekauft! Ist das dein Scheiß Ernst? Ey, ey, ey! Ich geb mir meine... Ist das dein Scheiß Ernst? Ich bin raus, Alter. Ey, das ist ein super Deal. Ich muss nur kurz... Ich pack sogar noch Trinkgeld oben drauf. Also, ich sag mal so, vorhin war Hugo hier, der wollte das auch kaufen. Habe ich gesagt, nee, lass mal. Und jetzt hat Logos gemacht.
Boah, das ist hart, das ist hart. Du hast nicht mein Scheißzeug gekauft? Doch, ich hab doch schon bezahlt. Ey, ich war doch auch gerade dabei zu zahlen. So, ich hab deine... Jetzt meine, ja, ich hab deine Tierblöcke geklaut. das ist Diebstahl. Logo. Das muss ich dem Admin melden. Ja, meld's doch den Admin. Let's go. Das Gold nehme ich auch noch mit. Hey. Bro. Ja, so frech, jetzt auch noch klauen oder was? Jetzt kriegt er seine Follower und klaut dann noch. Ja, ja, ja. Also, was? Das ist Diebstahl, ich weiß ja nicht. Ey, das ist meine Schulter. Gib mir mein Zeug zurück. Ich hab gerade, ich hab das gerade erstanden. Guck mal, sogar am Dreizack, volles Set, Schärfe 5 Schwert. Spark! Das ist, wenn man Sachen ins Pfandleihhaus bringt. Alter, ich rast gleich komplett aus. Ich weiß es nicht mehr, was ich mache. Ich jag dein Zeug in die Luft. Ich jag alles in die Luft. Ein Logo, ich würde aufpassen. Basti macht das wirklich. Ich hab gar nichts. Ja, dann wird er halt Basti bei der Freunde-Base sprengen, obwohl du. Aber, und er weiß gar nicht. Dann gibt's gleich Unbeteiligte hier. Ich werde Elinas Base sprengen und sagen, du bist schuld. Ich glaube, das trifft dann nur dich. Hast du das Zeug zurückgelegt? Leg jetzt das Zeug zurück, verdammt nochmal! Ja, warte, ich hab das durcheinander gepackt, nicht, dass ich da mein Zeug reinlege. Und dann gebe ich dir die Diablöcke zurück. Ja. Ja, das meinst du, ja. Ja, Elytra habe ich schon von Spark. Danke dir, ich glaube, das war's. Du hast 38 Diablöcke da drin. Voll. So. Na, halt alles aus meiner Schulter, was du. Ja, ja, bitteschön, das da habe ich genommen und das da habe ich genommen. Wirklich, ihr habt mich hart, jetzt gerade ne? echt fertig gemacht. Ihr habt mich so fertig gemacht. Ach so, ja, und die Dias, die ich bezahlt habe, ne? Was für Dias, die du bezahlt hast? Ich habe meine Bezahlung. Scheiße, wo ist meine Elytra? Die habe ich dir vorher schon gegeben. Nein, ich wurde doch getötet von denen! Ja, und? Dann haben die eingesammelt. Oh mein Gott! Du hast doch gesagt, Spark, du hast mir meine eigene Elytra gegeben. Ich weiß, Spark, du hast sie mir gegeben, aber die haben mich umgehauen. Die hat no Reax. Oh mein Gott. Will ich zu denen in die Gruppe? No Reax, warte mal. Warte. Mann, hätte ich die Schulker schneller gesaved. Ich dachte, die Regeln hier wird nicht geklaut, Mann. Und dann steht der Admin daneben. Es ist. Kann das alles nicht mehr. Das bricht. Das war jetzt kein ernstes Shop-Angebot. Ich weiß doch. Es war doch nur ein sarkastischer Shop. Du hast noch meine Elytra. Mann! Baut Noreax eine Base? Kann ich die in die Luft jagen? Es gibt kaum Leute, die sind so untouchable, weil sie nichts haben. Hi. Moin, Sebo. Ist das hier so eine private Gruppe oder darf man einfach Nein, ich habe gerade einen Meltdown. Ich bin gerade komplett am Arsch. Ey. Ich wurde hops genommen von vorne bis hinten. Von wem? Von noch 64 Dias und 8. Zum großen Teil von mir. Ja, von Spark. Sauber. Was für sauber! Hey, dass Spark mal Leute abzieht, ist doch geil. Ja gut, vielleicht habe ich es auch mal verdient über all die Jahre. Naja. Also ich sag mal, ich weiß nicht, wer den mehr abgezogen hat, ob ich das war oder der Creeper davor. Oh, bitte. Die haben mir meine Elytra abgezogen, Sebo. Oh. Das ja, du kannst dir eine neue kaufen, um 64 Dias, du sogar enchanted. Das sind aber meine 64 Dias. Hat Basti die Dias auch wieder rausgenommen? Ja. Okay. Achso, die muss ich dir noch zurückgeben, die da. Ja. Spark, ich hätte gern meine Diamanten zurück. Ah, ne, dich habe ich ja bezahlt. Das ist noch nicht alles. Nein, du hast ja dein Equipment wieder. Schatz. Ich habe noch Trinkgeld bezahlt. Die 5 Stück, ja. Ja, danke. Ich wollte eigentlich gleich schlafen gehen, aber dann ist plötzlich alles eskaliert. Ich mach mich fertig.
It's Craft Attack. Natürlich genieße ich Spark, aber das sind so Momente, da bin ich gar nicht drauf vorbereitet gewesen. Aber das sind noch die besten dann. Ja. Was, Noreax hat die Elytra in eines meiner Fässer gemacht. Okay, das schauen wir nach. Dann schaue ich nach. Ey! Spark, du holst sie jetzt nicht! Was willst du dagegen tun? Ich krieg dir mal kurz zum Ohr rein. Das ist so geil, ne? Ich mach übrigens ein Casting. Ich suche einen Engel und eine Teufel für meine Schulter. Möchtest du der Engel sein, Spark? Ja. Dann brauche ich deinen Kopf. Mein Kopf? Nee, ich habe keinen. Da musst du den dir Skin ziehen. In keinem der Fässer ist die Elytra. Spark, hast du die jetzt rausgenommen? Die Elytra ist im Fuchses Shop. Alter, ich, weißt du, auf der einen Seite bin ich gerade echt am Ende, auf der anderen Seite feiere ich's übel und auf der ganz anderen Seite gefällt mir dieser Spark extrem gut und ich würde mir wünschen, dass es auch mal andere trifft, außer mich. Die reden alle nicht mit mir, deswegen musst du dran glauben. Nur weil ich mit dir rede? Spark, muss ich... Ich rede auch mit dir und wurde verschont. Ja, Sebo, du bist auch... Sebo, das muss ich jetzt sagen, du bist ja, einfach... No-name, ja. Nein, 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 du bist ein extrem lustiger Charakter. Ich finde dich mega, mega lustig. Egal, was dir gibst, ich... Das macht einfach meine Laune sofort 10-mal besser. Vor allem deine Lache ist so geil. Ja, okay, freut mich. Das ist, Sebo, das ist göttlich. Weißt du noch, als du mit Kroko zusammen Polizist warst? Ja, das war auch eine wilde Zeit, sag ich dir, wie das ist. Und dann, da, was war das nochmal? Irgendwas wurde dir entwendet, die Rüstung deines Pferdes oder komplette Pferd? Irgendwas war da, ne? Ja. Da haben wir die Ermittlungen aufgenommen. Und dann habe ich ja noch die, die Dings in die Luft gejagt, die Polizeistation. Ach ja, oh. Das war ja auch geil, ne? Ja. Ey, ich habe jetzt gerade wirklich die Hälfte meiner Diamantblöcke verloren. Ich muss Diamanten fangen. Aber dafür richtig geil Content, läuft doch. Ey, ich muss. Und Großer, ich habe nochmal nachgezählt, du schuldest mir noch 7 Dias. Nein. Ich werde jetzt hier nicht ausgenommen. Doch, ich habe in der Wort gecheckt. Also ich habe 3 Dias, da waren Stack 64 und 3 und ich habe gedacht, hey, warum sind die 3 da drin? Das war doch nur ein Stack. Ich habe mit extra bezahlt. Ja, da hat er noch die 5 gegeben und ich habe noch 3 übrig, dann hast du 8 sozusagen. Nee, irgendwo müssen da noch welche verschwunden sein, weil ich habe jetzt 43 als Block und 24 als Einzel. Und ich hatte, bevor ich bezahlt habe, 43. Ich wollte noch mal Danke sagen an alle, die supportet haben in Form von einem Follow oder einem Sub. Ich habe eigentlich die Subs verewigt in meinem Skin unten im Keller. Aber seht mir bitte nach, das war so viel gerade. Ich weiß nicht, wie ich da hinterherkommen soll. Das ist crazy einfach. Also wir haben jetzt ganz viele VIPs hier im Chat. Ihr macht mich fertig, ey. Danke an der Stelle nochmal. Das heißt, wenn eine gute Vorlage... Ah, da ist Basti, Basti. So ein Thema, der Spark gefällt dir. Ich bin halt reaktiv, nicht proaktiv. Also wenn ich eine gute Vorlage sehe, dann gehe ich darauf zu. Aber ich würde halt nicht von mir aus Stress machen oder so. Wenn ich irgendwo eine Möglichkeit sehe, mich gut zu integrieren oder einen Joke weiterzuführen. Warte mal, den Stress hast du ja angefangen, Spark. Nein, gar nicht. Nein, 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 stopp. Du hast mich geholt, weil ich dein Equipment retten sollte und dann hat sich deine Geschichte draus entwickelt. Ansonsten, ich wäre ja nicht einfach hingegangen, oh, Basti hat sein Zeug verloren, ich gehe und mach Stress. Genau. You know? Ja, aber das war ja nicht reaktiv. Also du guckst, wo sich eine Chance ergibt und du denkst dir jetzt nicht aus, ich klatsch Basti um und behalte sein Zeug. Nee, nee. Ja. Spark. Nee, ich würde ja auch nichts machen, was super annoying ist. Mach ein bisschen Spaß hier und dann ist gut. Also ich würde dich jetzt nicht umhauen oder so. Okay, Spark. Dann,
Ich finde, dieses Craft Attack ist die Zeit gekommen. Das ist unsere 10. Staffel, die wir dabei sind, Spark. Das ist Jubiläum. Mhm. Ne, wenn ich mich nicht verzählt habe, wenn man das so 3 mitzählt, das ist unsere 10. Staffel. Es ist Zeit, den Bad Spark zu beschwören. Ich habe nicht die richtigen Skins hier drin. Du brauchst einen Skin, der dunkler ist, der ein bisschen böse ist. So, weißt du, so Bösewicht-Spark brauchst du. Aber das ist nicht meine Rolle, ich kann ja nicht gut spielen. Spark, das, was du mir jetzt hier gerade gezeigt hast, das war gerade top. Sehr gut. Nein, deswegen, du willst die Rolle. Spark. Du willst die Rolle, aber ich will die Rolle nicht. Das Ding ist, ich werde dich nicht als Engel auf meine Schulter setzen, sondern du bist der Teufel, Spark. Let's go. Du bist der Teufel. Was ist der nächste Plan? Was stellen wir als nächstes an? Spark, du kannst mir auch Sachen ins Ohr flüstern und ich führe es aus. Na? Hey, solange ich noch keinen Engel habe. Warte, stopp, wait. Ich habe da eh noch einen Gefallen gut bei dir. Ja, was muss ich tun, was Böses, was da jetzt dazu passt? Nein, ich heb mir den auf, weißt du, so für die richtige Gelegenheit. Okay. Oh nein, Phantome. Wem also ich könnte dir so was Witziges geben, wie geht's zu jedem Craftag-Teilnehmer und bell ihn an. Oh, Freak? Der ist wirklich böse, der ist wirklich böse, oh mein Gott. Du hast noch 4 Dias von mir. Ruff! Das war nicht ernst gemeint. Das war noch nicht. Oh mein Gott. Weißt du, ich könnte jetzt schon wieder aus diesem Stream so viele Folgen machen oder Shorts oder so irgendwie, aber ich komme da nicht hinterher. Du bist doch gut. Alter, das ist so crazy, Mann. Das ist so crazy. Ich muss jetzt. Also, es war schön mit euch. Logo, Spark, Sebo. Vielleicht machen wir am Morgen noch hier. Hey, Sebo. Du willst jetzt gehen und die Zeche prellen? Ach so, dir fehlt immer. Hä, fehlt dir wirklich noch was oder trollst du? Ja, mir fehlen 4 Dias. Darauf bestehst du. Ja, natürlich. Boah, Alter, das ist krass. Alter. Perfekt, dann sind wir jetzt quitt. Gut. Alter. Ich würde an der Stelle sagen, ich lock mich. Wo sind meine Raketen? Ja, was Raketen hattest du für welche? Ich habe nur 1er und 2. Ich habe dir doch die Raketen. Basti, ich habe die Raketen gegeben, als wir die Elytra gegeben haben. Aber ich bin doch gestorben. Dann hat irgendeiner noch die Raketen wo reingepackt oder hat behalten? Nee, da war nur die Lytra drin. Ich glaube, die Raketen hat er behalten, weil die nicht so. Komm hier auf die Freundschaft. Okay. Oh, dankeschön, Lu. Dankeschön. Ich wünsche euch einen damit wunderschönen schaffst Abend. Damit schaffst du es nach Hause. So. Ich wünsche euch. Oh, dankeschön. Oh mein Gott. Leute, Alter, was war denn das jetzt gerade wieder? Ich weiß auch gar nicht. Was ich sagen soll. Außer danke. Einfach danke, Mann. Es war mir eine Ehre, für euch zu streamen. Wir machen einen Raid. Ich guck mal, wen wir raiden jetzt.